c'est Jody. Des consacrés de l'Éternel. Et comme vous le savez, tous on organise notre événement, l'événement de l'année filet, qui est un événement, une soirée de louange et d'adoration dont le but est de gagner les âmes. Alors nous sommes à l'extérieur du bâtiment où l'événement a lieu et on vous invite à l'intérieur pour voir comment tout se passe. Allez, suivez-nous! Là, on a par exemple notre bar où les personnes pourront aller se rafraîchir. Ça, c'est notre espace. Allez, suivez-nous. Celui qui organise l'événement, la tête pensante de l'événement. Papa de Manetalio. Papa de Manetalio. Super. On est vraiment sur le point de commencer l'événement. Il y avait les tests de son et maintenant ça va chanter, danser, sortir. L'événement est sur le point de commencer quand même. Seid ihr euch bewusst und bleibt schon einfach in dieser Haltung, dass der König der Könige da ist. Und betet, sprich ihn schon an und auch betet für das Team hier, das uns leiten wird, wirklich in der Tiefe des Herrn. Amen. On attend encore beaucoup d'invités. Dans quelques heures, on va encore filmer. Il y aura tellement d'invités. Alors, suivez-nous, restez connectés et merci. Merci. On va prier ensemble. Dankeschön. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Seigneur, du veux nous te bénissons. Für diesen herrlichen Tag. Pour cette merveilleuse soirée. Ohne Regen. Sans pluie. Mit deiner Sonne. Avec le soleil. Danke, oh Herr, dass du schon den Tag erleuchtet hast durch diese Sonne. Merci parce que tu as déjà d'avance fait briller cette journée avec le soleil là-dehors. Und dass auch diese Sonne so viel uns Freude gegeben und Mut gegeben hat, hierher zu kommen. Et ce soleil dehors nous a déjà donné le courage de venir ici dans ta présence. Vater, wir sind hier gekommen, weil wir dich hoch erhoben wollen. Père, nous sommes venus ici parce que nous voulons t'élever. Also, wirklich, fühlt euch frei, schau nicht auf den Nachbarn, nur wenn du einfach mitgucken willst, wie tanzt und mitmachen willst. Donc, sentez-vous libre et ne regardez pas aux voisins, sauf si tu veux juste regarder cette biche pour faire avec, pour utiliser cette biche, quoi. Also, viel Spaß zu uns alle! Amen! Amen! Amen. Amen. Halleluja! Wenn du dich freust, in der Gegenwart Gottes zu sein, lass mich schreien der Freude. Man sagt auf Englisch, ein Holy Ghost Crazy Noise now. Halleluja! Ich freue mich, dich zu sehen. Und wenn du dich freust, deinen Nachbarn von links oder von rechts zu sehen, dann darfst du ihm sagen, Bruder, ich freue mich, dich zu sehen. Du bist an der richtigen Stelle heute. Komm on! Tu es à la bonne place ce soir. Dis-le à ton voisin de gauche, de droite, qu'il est à la bonne place ce soir. Parce que moi, je me réjouis déjà de nous voir. Amen. Lass uns starten. Der Herr ist gut. Du darfst aufstehen. Yahweh, Yahweh,
Und ich werde euch Ruhe geben. Denn, bis 30, nehmt auf euch meine Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Also, durch diesen Bibelvers möchte uns oder lädt uns der Herr Jesus ein, mit all unseren Sorgen, all was uns einnimmt, all was unseren Alltag, also all was unser Gehirn beschäftigt und was uns, also was für uns als Sorge darstellt, er lädt uns ein, all diese Sorgen, all diese Lasten zu seinen Füßen zu bringen, damit er uns davon befreit. Amen. Und ich bin voll davon überzeugt, Jesus möchte jemanden heute befreien. Halleluja. Ich bin voll davon überzeugt, Jesus hat ein Geschenk für dich heute Abend. Und dieses Geschenk ist der Geschenk deiner vollkommenen Befreiung. Amen. Deswegen möchte ich zu jemandem sein, der heute gekommen ist mit einem beladenen Herz, mit einem traurigen Geist. Jemand, der gekommen ist mit und der viele Sorgen mit sich trägt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Es kann vielleicht sein, dass du Probleme mit deiner Ehe hast. Du versuchst irgendwie deine Ehe zu retten, aber es geht immer nicht voran. Du bist sogar kurz vor der Scheidung oder du fühlst dich nicht geliebt oder ja, du fühlst dich nicht wertgeschätzt. Ich habe für dich eine gute Nachricht. Heute ist der Herr Jesus da und er ist bereit, dir zu Hilfe zu kommen. All was er von dir erwartet, es ist nur, dass du ihm dein Herz aufmachst, dass du ihn nur einfach annimmst, akzeptierst als Lösung deines Problems. Du darfst zu Jesus rufen für deine Probleme, für deine Ehesituation. Ich bin gekommen für jemanden, der mit einem beladenen Herz gekommen ist, der mit einer Seele erfüllt von Sorgen gekommen ist, vielleicht wegen deiner Arbeitssituation, also deine Arbeitsstelle ist für dich eine Depressionquelle geworden, da wirst du nicht respektiert. Man, trotz deiner Leistung, trotz deiner Bemühungen, du wirst immer nicht angenommen, du wirst nicht immer respektiert. Und manchmal musstest du von Job zu Job wechseln, weil du auf der Suche warst nach dem passenden Job. Aber heute habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn es sitzt ein Gott da oben und er schaut zu dir und er hat für dich heute eine Lösung. Und ich prophezei in deinem Leben, heute wirst du nicht nach Hause gehen mit demselben Problem. Halleluja. Ja. Der Herr wird dir heute den Traumjob geben. Halleluja. Ja. Amen. Aber dafür darfst du ihm dein Leben geben. Du darfst ihm dein Herz aufmachen, damit er in dein Leben eintreten kann, um alle deine Sorgen auf sich zu tragen, um dir Ruhe zu schenken. Diese Ruhe, was du in deiner Arbeitsstelle suchst, kann dir kein Mensch geben. Also die Menschen können nicht deinen Wert wissen oder kennen, wie der Herr es kennen kann. Warum? Weil es sind nicht die Menschen, die dich geschaffen haben. Ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen. Es wurde eine Gemälde, also ist es Gemälde oder Gemälde? Gemälde, ne? Verkauft in Aktion. Und es gab verschiedene Käufer und sie wollten das wirklich billig kaufen. Und der Käufer wollte das nicht billig verkaufen. Und es kam plötzlich ein Mann und er sagte, diese Gemälde kaufe ich für 8000 Millionen. Und alle haben sich gewundert. Wie kann es sein? So eine schreckliche Gemälde und willst du das für 8000 Millionen kaufen? Er sagte, ja, warum kaufe ich das für so einen hohen Preis? Weil ich habe diese Gemälde gemacht. Es ist mein Werk. Und ich kenne seinen Wert. Amen.
Der Herr ist derjenige, der dich gemacht hat. Und er kennt deinen Weg. Amen. Deswegen egal, ob die Leute dich absehen, ob Menschen dich absehen. Es gibt einen Gott, der dich gemacht hat. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er kennt deinen richtigen Weg. Halleluja. Und er ist heute durch meine Stimme gekommen, um dir zu sagen, wie wertvoll du für ihn bist. Du bist der Herr wertvoll. Und egal, ob du nicht gut gesehen oder angenommen bist auf deiner Arbeitsstelle, du darfst es wissen, Jesus liebt dich. Ich bin gekommen, um zu jemandem zu sprechen, der gekommen ist mit einer Seele erfüllt von Sorgen, aufgrund vielleicht einer Krankheit, dass du seit Jahren lang mit dir trägst. Sei es Krebs oder keine Ahnung, irgendeine Krankheit. Und die Ärzte haben gesagt, für dich ist es vorbei. Du wirst damit dein Leben lang mitgehen und es ist nicht möglich, eine Lösung dafür zu finden. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Denn heute ist jemand in unserer Mitte, der beste Arzt aller Zeiten ist. Und die Bibel sagt, da wo die Kräfte, da wo das Intelligenz von Menschen aufhört, da startet sein. Halleluja. Da, wo das Wissen von Menschen endet, da startet sein Wissen an. Und es geht um den Herrn Jesus. Für ihn nichts ist unmöglich. Ihr Lieben, liebe Besucher, liebe Freunde, ich darf euch versichern, dass ich schon Zeugnisse von Leuten gehört habe, die an Krebs geleidet hatten und die plötzlich komplett geheilt wurden. Es gibt Heilung in Jesus Christus. Deine Krankheit ist nicht zu schwer für ihn. Wie kannst du dir vorstellen, dass jemand, der Himmel und Erde geschaffen hat, vor deiner Krankheit plötzlich ohnmächtig wird? Deine Krankheit ist nichts vor seiner Macht, vor seiner Kraft. Und er ist heute gekommen für dich, für dich, für dich. Aber er braucht von dir, dass du ihm dein Herz aufmachst, dass du ihn in dein Leben einlädst. Ich bin gekommen, um zu jemandem zu sprechen, der durch sehr schwierige finanzielle Situationen geht. Der Teufel hat dich in so eine Schleife gesetzt, wo du Geld verdienst und kaum hast du Geld verdient, dann kommt Krankheit, dann kommt Unfall, dann kommt jemand in der Familie, der verstorben ist. Bei uns in Afrika, man ruft dich an und sagt, es gibt kein Öl mehr zu Hause, bitte schick Geld und so weiter. Und so am Ende des Monats findest du dich mit nichts und du musst wieder arbeiten und dann kommen dieselben Sachen und dann wirst du wieder also wie soll ich das sagen, dann letztendlich bleibt dir nichts übrig und du bist wie ein Sklave. Du arbeitest, bist aber nie zufrieden und du landest in Schulden und hast keine Ruhe in deine finanzielle Situation. Aber gute Nachricht, denn wir dienen einem Gott, zu dem Gold und Geld gehören, zu dem Gold und Geld gehören. Halleluja. Die Bibel sagt, Gold und Silber gehört Jesus Christus. Und er möchte dir mit seinem Reichtum anstecken. Er weiß, du bist arm. Also weißt du, es gibt ein Prinzip bei uns in Afrika. Ich weiß nicht, ob es hier auch in Deutschland gilt. Es heißt Vitamin B. Wer kennt das? Vitamin B, ah, sehr gut. Das heißt, wenn du jemanden hast oder kennst, der an einer hohen Situation, an einer hohen Position steht und wenn du dich mit ihm befreundest, dann hast du gewisse Vorteile. Und das gleiche Prinzip geht mit Gott. Halleluja. Es ist ein Vorteil für dich, wenn du dich mit Jesus befreundest. Denn er wird dich mit seinem Reichtum anstecken. Es ist nur für deinen Vorteil. Gott hat nichts zu verdienen in deinem Leben. Er möchte dich reich beschenken. Er möchte dir geben. Er möchte deine Armut wegnehmen. Alle diese finanzielle Situation, ihm ist es bewusst. Aber ohne ihn in deine Probleme, in deine Schwierigkeiten einzuladen, dann wirst du niemals zur Lösung kommen. Es gibt natürlich menschliche Lösungen, aber die sind nicht definitiv. Die sind temporär. Aber die Lösung, Jesus Christus, ist eine ewige Lösung. Halleluja! Jesus hat eine ewige Lösung für dich. Die Bibel sagt, es ist das Segen Gottes, was uns bereich oder reich macht und es wird von keinen Sorgen gefolgt. Das heißt, wenn Gott dir etwas gibt, danach hast du keinen Kummer mehr. Du bist vollkommen zufrieden. Und letztendlich bin ich gekommen, um zu jemandem zu sprechen, der von Geistern
bedroht wird, der nicht mehr richtig oder in aller Ruhe schlafen kannst, weil du immer von Geistern angegriffen bist. Ich bin zu dir gekommen, um dir zu sagen, dass es jemand existiert, der stärker ist als alle Geister, als alle bösen oder guten Geister. Denn er ist derjenige, der diese Geister geschaffen hat. Und sein Name ist Jesus. Du hast keine Ruhe. Du bist sogar manchmal während deiner Nächte sexuell missbraucht. Das kommt vor. Aber ich möchte dir versichern, heute, wenn du dein Leben, dein Herz aufmachst und Jesus einlädst in dein Leben, dann ist er in der Lage, dich komplett davon zu befreien. Deswegen, wenn du dieses Wort heute gehört hast und glaubst, es war für dich bestimmt, dann kannst du noch einmal deine Hände erheben und ich werde für dich beten. Wer glaubt, Jesus hat eine Lösung? Danke, Schwester. Wer glaubt, Jesus hat eine Lösung für sein Problem? Danke, Bruder. Danke, Schwester. Danke, danke. Danke, Esther. Danke, Schwester. Genau. Ihr könntet kurz aufstehen und ich werde den Pastor einladen, nach vorne zu kommen. Ihr könntet kurz nach vorne kommen, dass man für euch nochmal kurz betet, bevor wir in den Programm weitergehen. Ihr aufgestanden seid, dass ihr hier vorne gekommen seid. Vielleicht bist du noch unten und du bist hier unsicher, ob du betroffen bist. Aber ich sage dir, wenn du unsicher bist, dann bist du auf jeden Fall betroffen. Du hast noch die Zeit, vorne zu kommen, damit wir für euch alle gemeinsam beten. Weil wir ein Gott des Lebens dienen. Wir dienen ein Gott der Wahrheit. Ein Gott, der hinter seinem Wort steht, um dieses zu verwirklichen. Ein Gott, der nicht mit dir anfangen wird, ein Lügner zu sein. Danke, dass du aufgestanden bist. Ich werde beten. Herr, wir erheben unsere Stimme und unsere Hände zu dir. Für unsere Brüder und Geschwister und Schwestern, die hier vorne stehen. Du bist kein Mensch, um zu lügen. Und du bist nicht der Sohn des Menschen, um dein Wort zu ändern. Alles, was du auf jedem Leben hier gesprochen hast, willst du verwirklichen, O Herr. Und weil sie vor den Menschen aufgestanden sind und hier vorne gekommen sind, weil sie vor allen Leuten zeigen haben, dass sie an dich glauben, O Herr. Vater, wir proklamieren, dass du Wunder tun in deinem Leben im mächtigen Namen Jesus. Vater, wir proklamieren, dass die Depression nicht mehr deren Anteil ist im mächtigen Namen Jesus. Vater, wir proklamieren die Wiederherstellung von Herzen, von Seele, von Körper, von Familie, dass jegliche Krankheit verschwindet im mächtigen Namen. Thank you.
fin de notre événement finit. Et je vous assure, c'était grandiose. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. La puissance de Dieu, l'Esprit Saint était là. Ils ont été revêtus de la présence de Dieu. La présence de Dieu était visible et palpable dans l'atmosphère. Et je suis sûr qu'il y a une semence qui a été plantée dans le cœur de plusieurs. Je suis sûr qu'il y a des vies qui seront transformées. Et je suis sûr que personne n'est rentré, n'est sorti d'ici quand il est entré. Et toute la gloire, nous la donnons à un seul. C'est Jésus.